Der Tag beginnt über dem St. John of God Hospital in Lunsa. Es ist Dienstagmorgen und in der Kinderambulanz vom Krankenhaus treffen immer mehr an jungen Müttern ein. Heute ist Kindervorsorgetag. Eine Menge an Untersuchungen warten auf die jungen Patienten. Und Dr. Lena Schweiger-Hammelsbeck aus Regensburg in Deutschland und Schwester Rosetta und Schwester Frances, die leitende Schwester der Screening-Abteilung und Schwester Esther, die heute mit den Impfungen anfangen wird. Genauer gesagt mit der Dokumentation. Dafür gibt es in der Ambulanz ein großes Buch, in das alle Mütter, alle Kinder und alle Impfungen eingetragen werden. Die Kleinen bekommen im Gegenzug ein Vorsorgeheft, das sie von jetzt ab durch die Kindheit begleiten wird. Auf dem Deckblatt werden die Daten von Kind und Eltern eingetragen und auf der zweiten Seite die Impfungen, die aber zuerst einmal durchgeführt werden müssen. Geschafft. Inzwischen ist es voll geworden in der Ambulanz. Nach den Impfungen geht es bei den Neugeborenen um die Abklärung der Sichelzellanämien. Im Malariagürtel von Afrika ist die Erkrankung relativ häufig zu finden. Und um die betroffenen Kinder früh genug zu behandeln, wurde die Screening-Sprechstunde in Lunsa eingeführt. Mama Ramatulai gibt Schwester Rosetta die Daten ihrer kleinen Tochter. Alles wird aufgeschrieben. Die laufende Nummer des Tages, der Name des Babys, Alter und Geschlecht, die Adresse und wer der nächste Verwandte ist. Bei Miriam ist es natürlich die Mama. Und letztendlich, zu welchem Volksstamm sie gehört. Jetzt steht alles im großen Logbuch der Regierung. Lena hat inzwischen die Handschuhe angezogen und Ramatulai den Fuß ihres Babys freigemacht. Mit einer Lanzette gibt es einen kleinen Stich in der Ferse, den Miriam aber eindeutig kommentiert. Viel Blut braucht es nicht auf dem Teststreifen, nur einen kleinen Tropfen. In ein Reagenzröhrchen gibt Lena 6 Tropfen gefiltertes Wasser. Ein paar Mal schütteln. Dem Namenskürzel aus dem Logbuch beschriften. Und dann wandert das Ganze für 15 Minuten Wartezeit in den Ständer. Miriam und Ramatulai sind vorerst fertig. Eine Viertelstunde später. Eines nach dem anderen werden die Teststäbchen aus dem Reagenzröhrchen geholt. Das wichtigste Hilfsmittel ist jetzt das Vorlagenblatt Hemotype SC. Die Reihenfolge der Markierungsstreifen ergibt die Diagnose. Praktischerweise dreht man alles auf den Kopf, sodass die Pfeile auf der Vorlage und den Teststreifen beide nach oben zeigen. Dr. Lena und Schwester Rosetta kontrollieren gemeinsam die roten Striche. Sicher ist sicher. Jetzt haben wir wieder AS. Zwei Streifen oben und einer unten bedeutet AA. Perfekt. AA heißt gesund und das wird so auch ins Dokumentenbuch eingetragen. Aber es gibt auch